Herzlich willkommen zurück hier zur Montagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfachmap. Hier in der Version 1.9 ohne Gräben. Was haben wir gerade gemacht? Wir haben hier gerade mal. War das eigentlich ein. Nee, das war. Ach, das war ein guter Anhänger. Ja, wobei doch, den kann ich hier erstmal stehen lassen. Ja, wir haben gerade Zucker hierher gebracht und Fisch und Krabben. Und jetzt hole ich nochmal ein bisschen mehr Zucker aus der Zuckerfabrik. Damit dann da auch wieder Platz ist. Ach, ich Idiot. Ne, ich hätte ja den Anhänger doch gleich mitnehmen können. Naja, egal. Ach ne, ich habe ja hier noch einen, der leer ist. So, erstmal mache ich hier den Anhänger voll. Dann, ach, den Zugmaschine. Leute, es müsste übrigens jetzt auch heute, ich probiere das gerade mal aus, das mit der neuen Hintergrundmusik müsste klar gehen. Ich habe ja einen Kommentar, dass das so auf Dauer langweilig wird und so. Ja, klar, gebe ich recht. Ich habe jetzt nicht wirklich unbedingt eine neue, also nicht neue Songs. Aber ich habe eine größere Auswahl an Songs und die Reihenfolge ist jetzt zufällig. Sollte sie zumindest sein. Und sagt mir doch mal bitte Bescheid. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob das cool ist für euch. Ja, den Zucker, den bringen wir jetzt auch erstmal ins Lager. Jetzt, wo wir so ein schönes Lager hier haben, kann man das ja auch mal mit Waren füllen, oder? Zur Abwechslung fahren wir jetzt mal zur Brauerei oder gucken mal bei der Mehlfabrik oder bei der Bäckerei. Wir haben ja genug zu tun. Habe ich eigentlich das Pflanzenwachstum eingeschaltet? Ja. Speichern können wir mal zwischendurch. Nicht, dass wir hier drauf warten, dass das hier alles wächst und es tut sich nichts. Das wäre sehr ärgerlich. Oha. Da ist auch voll. Die eine Produktionsstraße ist voll. Mehl, 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 Mehl. Holen wir auch noch eben hier weg. Und dann gucken wir, was wir da von bei der Bäckerei loswerden können. Das bringen wir da dann gleich hin. Was wir da nicht loswerden. Oh, das eben nicht, ne? Können wir dann da ja schlecht hinbringen, wenn wir es nicht loswerden.
ist ja zum Glück hier gleich um die Ecke. Günstig gelegen, sozusagen. So. Ach, hier steht auch noch einer von meinen Anhängern. Ist ja schön. So, wer braucht denn Mehl? Hier fehlt Milch. Butter, Quark, Sahne. Boah, fahren wir einfach mal durch. Paletten fehlen hier. Ja, hier fehlt eigentlich alles. Okay. Boah. Hier einmal ganz drum rumlaufen. Nur wegen diesem komischen Teil hier. Oder war jetzt der schon voll? Ach, der war schon voll. Ja. Bringen wir das auch mal weg. Lidl Krabben. Das heißt aber ja immer noch nicht, dass der Preis gut sein muss. Das heißt ja nur, dass eine große Nachfrage ist. Das kann aber trotzdem vielleicht auch Preis sein. Fisch wird zum Beispiel besser bezahlt. Die Krabben gar nicht. Da unten. Naja, wollen die mich verarschen oder was? Muss ich erstmal gucken, wo denn hier was hinkommt. Meiner Meinung nach müsste das auch zu Lebensmitteln kommen, aber vielleicht kommt das ja auch ins Kühlhaus. Backwaren, Brot. Mein Reden.
doch sehr ruckelig hier immer noch. Nicht schön. Ja, der ist auch leer. Schön. Sehr schön. Dann geht's jetzt ab zur Brauerei. Ach, ich hätte gleich Paletten mitnehmen können. Naja, egal, habe ich nicht. Hab ich nicht meine. Ups. Geht das hier nicht voran. Das ist auch ein guter, okay.
So, das heißt, ich muss jetzt hier noch erstmal umfahren. Ja, ihr habt's gehört. Die Session ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like und ein Abo. Hinterlasst mir auch mal bitte einen Kommentar zum Thema Musik und Lautstärke, also vor allem Lautstärke und Verständlichkeit der Musik. Und wie gesagt, das ist jetzt hier der erste Test, den ich damit mache. Und da bin ich ganz gespannt, wie das läuft. So. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal von euch. Ja, und sage dann, sobald ich angekoppelt habe, ciao!